Liebe Geschwister, wenn man objektiv die Frage beantworten müsste, wer zählt zu den weltweit 20, 30 bekanntesten muslimischen Vertretern? Im Sinne von Prediger, im Sinne von Lehrer, im Sinne von Gelehrte, in dieser Kategorie also. Wer zählt zu den 20, sagen wir mal 30 berühmtesten, bekanntesten weltweit? So würden zwei Namen in dieser Liste auftauchen, ob man damit zufrieden ist oder nicht, ob man ihre Inhalte teilt oder nicht. Das hat hier heute gar nichts zu suchen, diese Debatte. Diese zwei von diesen 30 sind in den letzten Wochen auf schlimmste Art und Weise in den Medien thematisiert worden. Dem einen wirft man vor, dass er geringere Formen von Unzucht begangen hat, und dem anderen wirft man vor, dass er die schlimmste Form von Unzucht, nämlich unter Gewalteinwirkung, begangen hat. Nun könnt ihr euch jetzt vielleicht fragen, ja, warum nennt er sie denn nicht beim Namen? Warum nennt er sie nicht beim Namen? Und zum einen ist die Antwort, weil es egal ist, weil es sind muslimische Repräsentanten. Und zum anderen, weil es aus meiner Sicht der Dinge, wenn ich es richtig studiert habe, bereits eine Sünde ist, deren Namen in diesem Zusammenhang zu nennen. Ja, eine gewisse Form der Sünde, wenn man nämlich mit einbezieht das Phänomen des Framings. Das heißt, wenn, das ist ein Begriff, George Lakoff hat ihn unter anderem ausgeführt und geprägt. Nehmt euer Profilbild, euer Passbild. Ja? Würde es euch freuen, wenn wir riesige Plakate deutschlandweit aufhängen würden mit eurem vergrößerten Passbild, und dann würde drüber als Überschrift stehen: kein Kinderschänder, kein Steuerhinterzieher, kein Terrorist, kein Fremdgeher. Würde euch nicht freuen. Warum? Weil ihr in diesem Moment spürt, ohne die wissenschaftliche Definition zu kennen, was das Wort Framing bedeutet. Es geht um einen Negativzusammenhang, den man herstellt, auch wenn man ihn inhaltlich verneint. Okay, das erstmal festgehalten. Das heißt, ich sehe erstens gar keinen Anlass, weil es etwas ist, was uns Muslime insgesamt betrifft, und die Namen sind in dem Sinne austauschbar. Und zweitens habe ich vor Allah Angst, überhaupt deren Namen zu nennen, weil ich meine, auch wenn ich es inhaltlich anders sehe oder wenn ich inhaltlich dies negieren, verneinen möchte, dass trotzdem irgendetwas in euren Köpfen hängen bleibt, und dafür wäre ich dann verantwortlich. Und damit möchte ich nichts zu tun haben. Wie gehen wir also mit solchen Anschuldigungen um, wenn wir ihnen begegnen? Zunächst einmal, liebe Geschwister, Allah Ta'ala wird uns erst dann erfolgreich sein lassen, wenn wir mit einem reinen Herzen zu ihm am Tage des Gerichts erscheinen. Oder wenn es gereinigt wird über verschiedene Wege, einige angenehm, andere aber auch unangenehm, im Sinne von abgeleistete Strafen reinigen das Herz in dem Sinne ja auch. Allah Ta'ala sagt im Koran: وَلَا تَقِفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Und verfolge nicht das, wovon du keine Kenntnis hast. Wahrlich, das Ohr und das Auge und die Herz und das Herz, sie alle sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Und Al-Ghazali, rahimahullah, er beschrieb die Seele als einen, als er gab das Gleichnis, dass die Seele ein See ist. Und der See wird nur so rein sein, wie auch die Flüsse, die in ihm münden. Und unsere Augen und unsere Ohren sind die Hauptflüsse, die in diesen See münden. So mögen wir darauf achten, was wir in uns hineinlassen, auf das unsere Seele rein bleibt. Das allererste, was der Muslim in sich fest verankert hat, ist, dass er stets vom Guten ausgeht bei seinen Geschwistern. Husnul Dhann ist dieses theologische Konzept,
Und in der 24. Sure können wir unter anderem dieses Konzept begründet sehen, als es dort heißt: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Hättet doch, als ihr es hörtet, die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen eine gute Meinung voneinander gehabt. Und gesagt, das ist doch eine ungeheuerliche Lüge. Das heißt, wir haben erstmal eine gute Meinung voneinander. Und subhanallah, wie interessant Allah Ta'ala dies für uns formuliert. Hier heißt es nicht die gute Meinung vom anderen, sondern hättet ihr doch von euch selbst eine gute Meinung gehabt. Was das bedeutet, von euch selbst, im Sinne von ihr selber könntet in dieser Position eines Tages stehen. Was auch darin mitschwingt, in dieser Formulierung, das bist doch du, der da auch gerade angegriffen wird, auch wenn es nicht deine Person ist. Weil wir sind doch eine Familie. Wir sind doch ein Herz, was schlägt. Wir sind doch ein Körper. Und wenn ein Teil vom Körper angegriffen ist, ist der gesamte Rest des Körpers genauso angegriffen und genauso alarmiert, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es in seinen authentisch überlieferten Worten sprach. Wir sollen von uns selber erstmal eine gute Ausgangsmeinung haben und nicht mit Negativität gefüllt sein, wenn es um die anderen geht, weil die anderen sind nicht die anderen. Die anderen bist in Wirklichkeit du selbst. Und Allah Ta'ala, er fordert uns auf der anderen Seite dazu auf: Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu. O ihr Gläubigen, meidet die Mutmaßungen, meidet viel von den Mutmaßungen. Gewiss, so manche Mutmaßung ist eine Sünde. Und sucht und spioniert einander nicht nach. Das heißt, einerseits ein positiver Befehl: habt eine gute Meinung voneinander. Und auf der anderen Seite, andersherum formuliert: denkt nicht Schlechtes übereinander. Allah Ta'ala hat praktisch das Phänomen von beiden Seiten mit einem Gebot und mit einem Verbot belegt. Und der Prophet warnte, diese Ayah kommentierend: Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akthabul hadith. Hütet euch vor der Vermutung, denn die Vermutung ist die lügenhafteste der Rede. Und hier ist es interessant zu beobachten, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von einer inneren Tat spricht, am Anfang und dann am Ende davon spricht, dass daraus ein Wort wurde. Ja? Hütet euch vor der Mutmaßung, denn sie ist nicht die lügenhafteste aller Gedanken, sondern subhanallah, am Ende schließt der Prophet mit dem ab, womit dann auch der Gedanke abschließt, nämlich mit dem Wort. Und deswegen sollen wir uns bereits vor dem Gedanken an und für sich hüten. Und spioniert einander nicht nach, ist auch deswegen verboten, weil damit bereits diese negative Intention, die dem vorherigen Gebot, was ich vorgelesen habe, aus Surat An-Nur, widerspricht und dem vorherig genannten Verbot genauso widerspricht, nämlich, dass man übereinander nichts Schlechtes denken darf. Ja, und das Spionieren fängt bereits an mit einer negativen Absicht, mit einer negativen Intention. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir stets unsere Herzen reinigen. Und manchmal achten wir gar nicht darauf, auf gewisse Gefahren, die Taten im Herzen bereits mit sich bringen. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wie authentisch überliefert wird, ein Hassan-Hadith nach Ibn Hajar über Abu Huraira: Anna an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam
قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. Hütet euch davor, neidisch zu sein. Hütet euch davor, neidisch zu sein, sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, denn der Neid, wahrlich der Neid, frisst die gute Tat, so wie Feuer Holz, ja, Brennholz, Verzeihung, Brennholz, ja, hier wurde nicht von Chashab gesprochen, sondern von Hatob, ja, frisst, so wie Feuer das Brennholz frisst. Und wir wissen, Brennholz, ja, ist eben Brennholz, weil es schnell Feuer fängt, ja. Und der Überlieferer ist sich noch nicht mal sicher, Abu Huraira, oder sprach der Prophet Muhammad Islam Gras? Ja, wir wissen, wie schnell Gras brennt, ja, unter der Sonne Arabiens. Und er gab dieses Bild. Ja, und ich bin mir sicher, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn er in unseren heutigen Kontext gesandt war, und er ist für alle Kontexte gesandt, ich meine, dass er, wenn er im Jahre 2017 gelebt hätte, hätte er irgendein anderes Material uns als Beispiel gegeben, was wir als stark brennbar kennen. Ja? Weil wir haben wenig mit Holz zu tun, und ja, als Stadtkinder haben wir vielleicht auch wenig mit Weiden zu tun. Aber dass die Sahabis das als Araber, ja, unter der glühenden arabischen Sonne einsehen konnten. Ja? Wie Brennholz oder aber Gras. Sallallahu alaihi wasallam. Was ist Neid, liebe Geschwister? Wir reden nicht vom sogenannten weißen Neid. Wenn man etwas an jemandem anderen sieht, wo man sagt, ah, das motiviert mich, ich möchte jetzt dasselbe erlangen, ich bin ehrgeizig geworden. Nein, sondern wie Ibn Taymiyyah, rahimahullah, es ausführte, wenn man eine Gnade an jemandem anderen sieht und damit unzufrieden ist und dadurch auch Hass auf die Person empfindet. Das ist der Neid, liebe Geschwister, vor dem wir uns zu hüten haben. Nicht das, was uns motiviert, während wir gleichzeitig dies der Schwester, dem Bruder gönnen. Und es geht auch in den Bereich der Aqida rein, ja, wie As-Safarini rahimahullah, ausführte, weil Neid bedeutet letztendlich im Aqida-technischen Sinne, dass du unzufrieden damit bist, wie Allah Ta'ala seine Gaben und Güter verteilt hat. Du begibst dich in ein Gebiet, was nur Allah Ta'ala allein zusteht. Nämlich die Entscheidung, wer was, wann, wie bekommt. Und deswegen die große Gefahr vor dem Neid. Wenn also Diffamierungen, üble Beschreibungen uns erreichen, wie gehen wir weiter damit um? Allah Ta'ala sagt auch in Surat An-Nur, ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. Und hättet ihr doch, als ihr es hörtet, gesagt, es steht uns nicht zu, darüber zu sprechen. Es steht uns nicht zu, darüber zu sprechen. Preis sei dir, dies ist eine gewaltige Verleumdung. Ja, dies ist eine gewaltige Verleumdung. Und das sind sehr deutliche Worte. Das sind nicht Worte, die uns dazu auffordern zu sagen, sagt Allahu A'lam und wartet mal ab, bis die Beweislage sich klären konnte. Sondern nein, erstmal ist es nicht bewiesen, und weil es nicht bewiesen ist, ist es eine gewaltige Verleumdung, bis das Gegenteil bewiesen wird, liebe Geschwister. Und subhanallah, widerlegt Allah Ta'ala eine Milde in diese Worte hinein, damit die Sache auch nicht eskaliert. Stellt euch vor, jemand sagt etwas Diffamierendes und dann sagt man, dir steht es nicht zu, euch steht es nicht zu. Aber hier ist wieder dieser Familienaspekt, dieser Ein-Körper-Sein-Aspekt sprachlich mitgetragen, wenn es heißt, uns steht es nicht zu. Wieder ist dieses Wir gemacht. Uns steht es nicht zu, darüber zu sprechen. Und das ist deswegen erstmal eine gewaltige Verleumdung. Ja? Möglich ist, dass man beispielsweise das Thema wechselt. Ja? Wenn man merkt, es gibt eine Konfrontation, dass man deutlich macht, aber wir wechseln jetzt das Thema. Das ist, ja? Darüber können wir jetzt hier nicht sagen. Das ist erstmal
nicht bewiesen und deswegen verleumderisch und lass uns mal über etwas anderes reden. Ja? Weil Allah Ta'ala fordert, liebe Geschwister, wozu auch Gesellschaften quasi unabhängig, also nicht direkt gebunden an einen Offenbarungstext, auch selbst gekommen sind. Dass Anschuldigungen erstmal Anschuldigungen sind, bis sie bewiesen sind. Allah Ta'ala sagt im Koran: Laula ja'u 'alayhi bi arba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadhibun. Hätten sie darüber doch vier Zeugen gebracht. Ja, es gab eine Anschuldigung in Bezug auf das Ausüben von Zina, einer unzüchtigen Handlung. Allah Ta'ala sagt, hätten sie doch dazu vier Zeugen gebracht. Da sie aber die Zeugen nicht beigebracht haben, wie Allah hier ausformuliert, sinngemäß, so sind diese bei Allah die Lügner. Diesen Vers muss man auch erstmal studieren, um seine volle Implikation zu sehen. Das heißt, selbst wenn die ehrwürdigsten der ehrwürdigen Sahabis, drei von ihnen, eine Angelegenheit gesehen hätten und dann veröffentlicht hätten und sie ist passiert in diesem Gedankenspiel. Wir lesen im Vers, sie müssen vier Zeugen bringen. Und wenn sie das nicht tun, dann gelten sie bei Allah als Lügner. Liebe Geschwister, auch wenn es passiert ist in dem Sinne, man hat es gesehen, dass es passiert ist. Aber weil die Erfordernisse der Ayah nicht eingehalten wurden, nämlich, dass man vier Zeugen beibringen kann, ja, und diese müssen auch vertrauenswürdige Zeugen sein, nicht irgendwelche Leute, dann gilt man bei Allah als Lügner. Das ist eine sehr harte Klarstellung an der Stelle. In dubio pro reo, es ist im Lateinischen wiedergegeben, im Zweifelsfall für den Angeklagten. Und solange etwas nicht geprüft ist oder bewiesen ist, überhaupt, ja, selbst wenn eine Angelegenheit bewiesen ist, X und Y hat dies und jenes gemacht und diese vier vertrauenswürdigen Zeugen haben dies bezeugt, in den 40 Hadithen, die Imam An-Nawawi aufgeführt hat als grundlegend für den Dien, kommt auch relativ am Anfang der Hadith vor, dass zum guten Muslim sein, das gehört, dass man das lässt, was einen nichts angeht. Okay, es passiert, aber haben wir nichts Besseres zu tun? Müssen wir über alles reden, auch wenn es passiert ist, auch wenn es bewiesen ist? Zum guten Muslim sein einer Person gehört also auch das zu lassen, was ihn nichts angeht. Ja? Das auch jetzt kontextuell dazwischen geschoben, damit wir auch das Weitere verstehen. Wenn wir also etwas hören, wenn also irgendwo etwas zu klären ist, dann ist es eben zu klären, wie Allah Ta'ala auch im Koran es festhält. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Wenn es ungeprüft ist, wenn es nicht bewiesen ist, dann leiten wir es auch nicht weiter. Denn Allah Ta'ala sagt im Koran, als ihr es mit euren Zungen aufgegriffen und mit euren Mündern das gesagt habt, wovon ihr kein Wissen hattet. Ihr habt es einfach weitergeleitet, obwohl ihr kein Wissen hattet. Und es für euch eine leichte Sache gewesen ist. Ihr habt der Sache keine Bedeutung beigemessen. Ach, jeder redet doch darüber. Das ist doch die Nachricht überall. Ja, jeder hat es in seiner Chronik, jeder kommentiert es. Zeitungen berichten darüber. Aber Allah Ta'ala sagt, du nimmst es als Leichtigkeit, als etwas Leichtes. Bei Allah Ta'ala ist es eine gewaltige Sache. Das heißt, wir haben ein erlassenes Verbot, überhaupt solche Dinge weiterzuleiten. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in einem Hadith, der von Imam Muslim überliefert wurde,
كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. Es genügt einer Person als Lüge. Es genügt einer Person als Lüge oder als eine Lüge vorgebracht zu haben, wenn er alles weiterleitet, was er hört. Allein dann schon hast du dich der Sünde des Lügens schuldig gemacht, wenn du all das weiterleitest, was du hörst. Auch wenn du sagst, er sprach, du zitierst korrekt, ja, gemäß den Standards an deiner Uni, trotzdem, gemäß den Worten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, giltst du dann bereits dann in einer gewissen Form als Lügner und so, dass es dir im Sinne von genügt. Ja, im negativen Sinne. Das bereits genügt, sich einer Lüge schuldig zu machen. Und ein Hadith sagt, es kann einer Person passieren, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, es kann einer Person passieren, dass sie etwas sagt und sie gibt diesem Wort kein Gewicht. Dabei ist es bei Allah etwas, was einen erhöht und ins Paradies führt. Und genauso umgekehrt mag es sein, dass eine Person etwas weiterleitet, etwas berichtet und dem Wort kein Gewicht beimisst, aber es führt sie in die Tiefen der Hölle, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sagt im Koran, um uns abzuschrecken, وَلَا يَغْتُبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Und führt nicht üble Nachrede übereinander. Möchte denn einer von euch gerne das Fleisch seines toten Bruders essen? Das ist das Gleichnis Allahs für denjenigen, der üble Nachrede führt. Als ob er das Fleisch seines toten Bruders isst. Nicht nur das Fleisch isst, sondern das Fleisch seines toten Bruders isst. Stellt euch vor, ja, die Person ist tot und ihr esst dieses Fleisch. Das genau ist das Gleichnis für denjenigen, der üble Nachrede begeht. Fürchtet Allah, Allah nimmt die Reue an, Allah ist barmherzig. Wenn man die Feuerwehr oder die Polizei vorbeifahren hört, kann man auch das Bittgebet sprechen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu solchen ähnlichen Situationen sprach. Alhamdulillah, dass Allah Ta'ala mich verschont hat vor einer Prüfung, die er anderen auferlegt hat. Ja, irgendjemand ist jetzt krank, irgendjemand ist jetzt in Gefahr und Alhamdulillah, Allah Ta'ala hat uns aufgrund unserer Schwäche davor verschont, von dieser Prüfung betroffen zu sein. Was passiert jetzt, wenn jemand zu mir kommt als Imam und sagt, diese und jene Person hat dies und jenes getan oder hat mir Gewalt angetan. Ja? Im Falle einer Vergewaltigung geht es ja um eine Gewalttat. Ja? Natürlich wird diese Person psychologisch betreut. Natürlich sucht man für sie eine Hilfestellung. Natürlich steht man ihr bei. Aber losgelöst, und das muss man feststellen, davon ist immer noch der Fall, der vor Gericht zu verhandeln ist. Und liebe Geschwister, so weh es uns tun mag, aber dafür ist auch der Tag des Gerichts da, um für gewisse Dinge, für die man in diesem Leben kein Recht bekommen kann, weil keine Beweise existieren oder nicht genügende Beweise existieren oder diese Beweise nicht anerkannt worden sind von den jeweiligen Gerichten oder wenn es eine familiäre Angelegenheit ist, von den betreffenden Personen. Dafür ist auch der Tag des Gerichts da, liebe Geschwister. Aber wir dürfen das eine mit dem anderen nicht verwechseln. Der Wahrheitsgehalt muss also unabhängig von der Betreuung einer Person, die Gewalt erfahren hat oder die Unrecht erfahren hat, gesondert geprüft werden. Ansonsten macht man aus jeder Anschuldigung bereits ein Urteil. Ansonsten wird aus jeder Anschuldigung ein Urteil. Ja? Und das führt dann letztendlich auch dazu, dass man Opfer, wirkliche Opfer, nicht mehr ernst nimmt. Ja? Weil es quasi von jedem kommt.
gegen jeden kommt. Ja? Und irgendwann werden die Menschen dann wieder aufgrund der Vernunft allein dorthin finden, um zu sagen, ja, in dubio pro reo, ja, im Zweifelsfall für den Angeklagten, weil ansonsten ja auch ein tatsächliches Opfer gar kein wirkliches Gehör finden kann, ja, wenn die Anschuldigung sich über ihren substanzielle über ihre Substanz einfach sofort zur Verurteilung wandelt. Liebe Geschwister, macht etwas mehr Platz für die Geschwister, die neu nachrücken, bitte, die hier neu nachkommen. Versucht ein bisschen enger zu sitzen, bereitet euch auf Mekka und Medina vor, ja? Jazakumullahu khairan. Allah Ta'ala sagt im Koran in Bezug auf die Überprüfung des Wahrheitsgehaltes: Ja, ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. O ihr Gläubigen, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trefft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Liebe Geschwister, wir wissen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Koran in Variationen vorgetragen hat. Und dass diese Variationen auch mutawatir überliefert wurden, also zweifellos überliefert wurden. Ja, und derjenige, der schon einmal hinter einem malikitischen Imam gebetet hat, der in der Regel auch über eine andere Riwaya den Koran auswendig gelernt hat, nämlich über die Riwaya Warsh, oder in Marokko beispielsweise mal einen Bildungsurlaub gemacht hat, der wird wissen, dass in der Al-Fatiha vorgetragen wird, Maliki Yawmiddin, nicht Maliki Yawmiddin, wie man das vielleicht gewohnt ist, wenn man die Qira'a Hafs liest, also die Variation, die vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zweifelsfrei überliefert wurde. Ja? Und darin sehen die Korangelehrten eine Ergänzung. Maliki Yawmiddin, ja, der König am Tage des Gerichts, und Maliki Yawmiddin, der Besitzer in dem Sinne am Tage des Gerichts. Diese beiden Bedeutungen ergänzen sich. Denn Allah Ta'ala, und das geben diese beiden Ayas in diesem Fall wieder, oder die beiden Variationen derselben Aya, Allah Ta'ala ist der Einzige, der gleichzeitig König und Besitzer ist. Ansonsten gibt es viele Könige, die aber nicht die Reichsten in ihrem Land sind oder nicht alles besitzen. Und umgekehrt mag man der Reichste sein, aber politisch keinerlei Macht, ja, besitzen oder kein politisches Amt bekleiden, wie es der König in dem Sinne tut. Ja, das heißt, es gibt von einigen Versen Variationen, und diese Variationen, sie ergänzen sich in ihrer Bedeutung. Ja? Und sie ergänzen sich in ihrer Bedeutung. Und dieser Vers, wo Allah Ta'ala verlangt, dass man eine Kunde überprüft, dass man eine Nachricht überprüft, auch dieser Vers wurde mit einer Variation vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelesen, nämlich die folgende: Ja, ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu an tusibu qawman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Tabayyanu und tathabbatu ergänzen sich. Tathabbatu im Sinne von, wurde das überhaupt gesagt? Ist das überhaupt thabit? Steht das überhaupt? Steht der Text überhaupt? Und tabayyanu im Sinne von, was das alles bedeuten kann, wenn es gesagt wurde. Manche Menschen drücken sich missverständlich aus. Ja? So mancher Ausdruck hat eine Mehrdeutigkeit. Oder er wurde in einem gewissen Kontext gesprochen und nur für dort als angemessen gesehen und keine allgemeingültige Aussage. Ja? Das heißt, klären wir erstmal, was ist überhaupt gesagt worden? Und dann, wie kann man das verstehen? Ja? Und zu beidem fordert uns Allah Ta'ala
im Koran auf. Und deswegen gilt es in Zeiten der Fitna. Und Omar sagte, Allah möge mit ihm zufrieden sein, dass das falsche Wort in einer Zeit der Fitna ein Schwert ist. Weil sehr viel Unheil passieren kann. Deswegen wollen wir keine Panikreaktionen, keine vorschnelle Reaktionen und handeln nach dem Hadith, nach den Worten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-ta'anni minallahi wal-ajalatu minash-shaytan. Ja, das sich Zeit lassen, das besonnen sein, eine Sache durchdenken, prüfen, nicht voreilig handeln, das kommt von Allah. Und vorschnell handeln, das ist etwas, was dem Shaitan in diesem Hadith zugeschrieben worden ist. Und dieser Hadith ist auch sahih. Ja? Ihr seid es von mir gewohnt, dass wenn ich, dass wenn ein gewisser Hadith debattierbar ist, dass ich auch auf diese Debattierbarkeit dann auch hinweise. Ansonsten ist alles von unseren Gelehrten als authentisch eingestuft worden. Wichtig für uns, weil wir alle, liebe Geschwister, ja, sind mit anderen Werten erzogen worden. Ja? Jeder von uns, der einen Fernseher als Vater oder Mutter oder Erzieher hatte, ja, und letztendlich haben wir alle einen Fernseher gehabt, ja, oder jetzt den Internetbildschirm, ja, hat teilweise auch Wertvorstellungen, die nicht nur auf den Islam basieren. Das heißt, wir alle haben Fehler gemacht. Das heißt, die nächste Regel gilt für uns alle. Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah ermahnt euch, niemals wieder dergleichen zu tun, wenn ihr Gläubige seid. Das heißt, wir nehmen davon Abstand und wir bereuen, ja, weil wir alle haben mal so etwas getan. Auf der anderen Seite, wie gehen wir damit um, wenn wir selbst Opfer von solchen Diffamierungen gewesen sind? Allah Ta'ala sagt im Koran: وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Und es sollen diejenigen von euch, die Überfluss und Wohlstand besitzen, nicht schwören, sie würden den Verwandten, den Armen und denjenigen, die auf Allahs Weg ausgewandert sind, nichts mehr geben, sondern sie sollen verzeihen und nachsichtig sein. Liebt ihr es selbst nicht, dass Allah euch vergibt? Allah ist allvergebend und barmherzig. Allah ist allvergebend und barmherzig. Diese Aya, liebe Geschwister, ist herabgesandt worden, um unter anderem Abu Bakr, möge Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein, einen Handlungshinweis zu geben. Denn seine Tochter und Ehefrau des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, Aisha, möge Allah Ta'ala mit ihr zufrieden sein, sie war eben auch unschuldigerweise Gegenstand oder Subjekt eines Vorwurfs geworden. Ja? Und Abu Bakr sah Leute, denen er jahrelang finanzielle Unterstützung gegeben hat und moralische Unterstützung, darin mit verwickelt. Und so sagt er, diese Leute kriegen von mir kein Geld mehr und keine Unterstützung. Was subhanallah schon eine rechtschaffene Herangehensweise ist. Ja, seine eigene Tochter und Ehefrau vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam wird beschuldigt. Und er sagt lediglich, die kriegen von mir kein Geld. Subhanallah. Aber Allah Ta'ala, er zieht auch seine sehr, sehr fortgeschrittenen Diener und sagt, das gebührt dir nicht, o Abu Bakr, ja, sondern unterstütze sie weiter und vergib ihnen. Und als allgemeine Lektion formuliert, wollt ihr denn auch nicht, dass Allah Ta'ala euch vergibt? Das heißt, so wie wir von Allah Ta'ala Vergebung wollen, müssen wir auch bereit sein, anderen gegenüber Vergebung auszuüben. Und das Besondere auch hier war, dass Allah Ta'ala an der Stelle nicht nur auf die Verwandtschaft und auf die Bedürftigkeit von solchen Menschen, die auch Verleumdungen begehen oder begangen haben in diesem Fall, hingewiesen hat, sondern auch
Er erwähnt die Eigenschaften und sie sind auf Allahs Weg ausgewandert. Einige von ihnen haben für den Islam viel geopfert und haben viel getan. Das heißt, man soll nicht, auch wenn es eine gewaltige Sünde ist und auch wenn sie einen persönlich sehr stark trifft, man soll diese Menschen nicht gleich verteufeln. Ja? Denn auch sie haben Gutes in sich und auch sie haben für den Islam Opferungen auf sich genommen. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, leider muss ich den Rest etwas kürzen. Eine gewisse Warnung, ja, um mitschuldig zu sein bei einer Verleumdung, bedarf es noch nicht mal einer Deutlichkeit, liebe Geschwister. Das ist die Auffassung von Imam Malik. Auch wenn man gewisse Dinge andeutet, macht man sich bereits schuldig. Und als es einen Streit gegeben hat zwischen zwei Männern und der eine zum anderen gesagt hat, meine Eltern waren verheiratet gewesen, hat Omar diese Person daraufhin bestrafen lassen. Die Person wollte sich rausreden und sagte, ich habe nur über mich gesprochen. Ja? Und er sagte, weil er wusste, dass es im Streit geschehen ist, ja, war seine Begründung, du hättest andere Wege finden können, dich zu loben. Ja? Weil indem du das über dich gesagt hast, hast du quasi das Gegenteil dem anderen unterstellt. Ja, hast du quasi das Gegenteil dem anderen unterstellt. Und diese Herangehensweise Omars ist im Koran gegründet, liebe Geschwister. Denn es wurde zu Maryam, alayha salam, gesagt, Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'ata sau wa ma kanat ummuki baghiya. Zu Maryam wurde gesagt, dass dein Vater Harun, also dein Vorfahre Harun, ja, er war kein schlechter Mensch. Und deine Mutter war keine Unzucht. Und deine weibliche Vorfahrin, ja, sie hat keine Unzucht begangen. Ja, im Sinne von, ach, und du, das ist das, was sie vorgeworfen haben, auf diese, ja, hinweisende Art, nicht ausdrückliche, explizite, sondern implizite Art. Aber du auf einmal tust was Schlechtes und du auf einmal begehst Unzucht. Und wie hat Allah Ta'ala das im Koran genannt? Diese Bezeichnung, Allah Ta'ala sagte in der vierten Sure, An-Nisa, وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا. Und ihr Wort gegen Maryam, ja, ala Maryam, ist eine gewaltige Verleumdung. Ja, das ist bereits eine gewaltige Verleumdung. Mögen wir also vorsichtig sein, auch nur irgendwelche Hinweise oder Andeutungen geben zu wollen, denn Allah Ta'ala kennt unser Herz und das ist auch in der gesellschaftlichen Rechtsprechung für die Muslime dann auch berücksichtigt worden. Jetzt wisst ihr, warum ich nicht die beiden Namen nenne. Ja? Jetzt wisst ihr, warum ich nicht diese beiden Namen nenne. Ja Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim. O Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte schenke uns Barmherzigkeit. O Allah, bitte hilf uns, mit unseren Augen richtig umzugehen, sodass wir dein Wohlgefallen erlangen. O Allah, bitte hilf uns, mit unseren Ohren und unserem Hörsinn richtig umzugehen, auf dass wir dein Wohlgefallen erlangen. Und mit unseren Gedanken und mit unseren Herzen und mit unseren Mündern. O Allah, Allahumma Amin. O Allah, bitte lass uns das Gebet lieben. Lass uns die Gemeinde der Muslime lieben. Lass uns an der Aufopferung für das Gute Genuss empfinden, O Allah, und bereits dadurch in einem gewissen Paradies in diesem Leben leben dürfen. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. O Allah, bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seine Familienmitglieder und seine Gefolgsleute und lass uns zu den Letzteren zählen. O Allah, für all die Menschen, die Katastrophen durchleben, die Kriege durchleben, die gefangen sind, die gefoltert werden, die hungern, die dursten, die krank sind, O Allah, die verzweifelt sind, die Trost suchen, O Allah, bitte steh ihnen bei und schicke uns als ein Instrument
deiner, um diesen Menschen beizustehen. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.